Herzlich willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin. Heute berichten wir über Folgendes. Bundespräsidentschaftswahl. Die FPÖ prüft eine Unterstützung von Irmgard Gries. Heimatrecht ist Menschenrecht. HC Strache ruft Bürger zum Widerstand gegen die Masseneinwanderung auf. Die EU will die Bürger entwaffnen. Unfähig im Kampf gegen den Terror wollen die Eurokraten nun die gesetzestreuen Waffenbesitzer bestrafen. Nächstes Jahr im April wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Bis Ende Jänner haben die Parteien Zeit, ihre Kandidaten zu präsentieren. Die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Gries könnte dabei als unabhängige Kandidatin ins Rennen gehen. Bekannt wurde sie durch ihre Tätigkeit als Leiterin der Hypo-Untersuchungskommission. Die FPÖ prüft, ob sie Gries im Rennen um die Hofburg unterstützen wird und empfing sie am Dienstag zu einer Anhörung. Der Bundesparteivorstand der FPÖ lud die angehende Präsidentschaftskandidatin Irmgard Gries zu einem Hearing. Die Freiheitlichen jedenfalls haben viele Erwartungen an die Person, die zukünftig das höchste Amt im Staat innehaben wird. Dieses Amt, und das habe ich schon eingangs erwähnt, mit Leben erfüllt wird. Dass man nicht nur sich auf einen Staatsnotar reduziert, man ist ja auch oberster Befehlshaber, man hat ja auch letztlich in dem Bereich durchaus auch eine, ja, ich sage auch eine moralische Verantwortung. Und es mag ein Schlagwort sein, aber wir denken, dass man eben dieses Amt mit Leben erfüllen kann und dass man die Stimme vor allen Dingen auch erheben kann bei dringlichen Problemen des Landes und der Bevölkerung und nicht nur dann, wenn es eben so wie bisher nur so gelebt wurde, dass man vorwiegend im parteipolitischen Interesse da oder dort manchmal sich zu Wort gemeldet hat. Das sollte in Zukunft über den parteipolitischen Interessen auf alle Fälle stehen. Über Parteilichkeit will Irmgard Gries als Bundespräsidentin leben, wie sie in ihren Ausführungen mehrmals betonte. Als parteilose Kandidatin, ich war nie bei einer Partei, als Richterin war es für mich auch selbstverständlich, nicht parteipolitisch tätig zu sein. Richter, Richterinnen müssen sich da völlig heraushalten. Da etwas einzubringen, etwas zu bewirken, darauf hinzuwirken, dass Probleme offen angesprochen werden. Die Herausforderungen sind groß und wir können sie nur bestehen, wenn wir zusammenwirken, wenn wir uns alle hier einbringen und versuchen, was zu tun. Das ist meine Motivation und deshalb bewerbe ich mich darum. Die Freiheitlichen wollten wissen, ob Gries im Falle einer FPÖ-Regierungsbeteiligung auch freiheitliche Minister angeloben würde. Ich gehe davon aus, wenn die Freiheitliche Partei Minister nominiert, dass sie die Besten nimmt, die sie dafür aufbieten kann. Dass das Männer und Frauen sind, die sich in diesem Gebiet auskennen, die kompetent sind, denn sie wollen ja erfolgreich sein. Und ich glaube schon, dass der Bundespräsident auf das achten kann und auch achten muss. Auch der Frage, ob die Türkei Mitglied der EU werden kann, musste sich Gries stellen. Und sie stellte klar, dass die Türkei die Werte der EU erfüllen müsse. Ja, aber das muss sein, damit, das ist die Voraussetzung dafür, dass die EU, dass die Türkei Mitglied werden kann. Dann wird es nichts werden. Aber ich glaube, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Türkei erfüllt, was unverhandelbare Werte der Europäischen Union sind. Gries nahm Stellung zur Neutralität, zum Bundesheer, zum Ausbau der direkten Demokratie und zur Rolle der Nationalstaaten gegenüber der EU. Sie warnte vor der Vermischung von Asyl und Einwanderung und erteilte der Bildung von Parallelgesellschaften eine klare Absage. Ich bin gegen Parallelgesellschaften. Ich finde, es ist nicht gut, wenn es in einer Gesellschaft oder in Österreich wie bei uns Gesellschaften gibt, die sich abschotten, die ihre eigenen Regeln haben und Regeln, die mit unseren Grundwerten nicht vereinbar sind. Also ich glaube, dem muss man entgegentreten. Man hört ja Berichte über England, dass in manchen Bereichen die Scharia gilt, es eigene Gerichte gibt. Ich glaube, das ist keine Entwicklung, die wir in irgendeiner Weise tolerieren dürfen. Also vom Begrüßen schon ganz zu schweigen. Es gab jedenfalls Applaus für die mögliche Kandidatin. Ob die FPÖ letztendlich Gries bei ihrer Kandidatur unterstützen wird, wird sie im Jänner 2016 entscheiden. Der Ärger über das Versagen der Regierung in der Asylkrise ist deutlich spürbar. In immer mehr Orten gehen die Bürger auf die Straße und demonstrieren gegen von oben verordnete Massenquartiere und gegen die rot-schwarze Koalition als Ganzes. FPÖ-Obmann HC Strache ermunterte in einer Videobotschaft die Bürger zu mehr Widerstand,
denn die Regierung habe keine Legitimation, Gesetze zu brechen und gegen die eigene Bevölkerung zu handeln. Unser Kontinent wird von Islamisierung und Terrorismus heute bedroht. Es ist daher Zeit, Österreich und Europa vor diesen fatalen Fehlentwicklungen zu schützen. Es braucht daher rasche Neuwahlen. Diese Regierung, sie darf nicht weiter herumfuhrwerken, wie es ihr beliebt und damit die Österreicherinnen und Österreicher gefährden. Europa muss sich schützen. Eine Festung Europa ist zum Schutz vor Islamismus und Terrorismus unabdingbar. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Handeln nötig ist. Wenn die Regierung das nicht versteht und nicht handelt, dann ist sie nicht mehr tragbar. Den Worten ließ Hatzi Strache selbst am Montag Taten folgen. Er nahm an einer Bürgerversammlung im besonders leidgeprüften Spielfeld teil. Die südsteirische Grenzgemeinde ist seit Wochen auch ein Kristallisationspunkt des Widerstands gegen das rot-schwarze Asylchaos. An mehreren Kundgebungen nahmen dort bis zu 1000 Menschen teil und sprachen sich lautstark, aber im Gegensatz zu linken Gegendemonstranten friedlich, für Grenzkontrollen und für die Lösung der Flüchtlingskrise in den Herkunftsregionen aus. Hatzi Strache unterstreicht diese Forderungen deutlich. Ich sage es ganz deutlich. Einwanderung ist kein Menschenrecht. Das Heimatrecht schon. Und dieses Heimatrecht müssen wir Österreicher verteidigen und auch schützen. Für uns selbst und für unsere Kinder. Nach den Pariser Attentaten will die EU nun das Waffengesetz verschärfen. Die EU-Kommission schlägt unter anderem vor, dass Schusswaffen, ihre Bestandteile und Munition nicht mehr über das Internet verkauft werden dürfen. Außerdem will die EU-Behörde selbst deaktivierte, also funktionsuntauglich gemachte, halbautomatische Waffen unter keinen Umständen mehr für Privatpersonen zugänglich machen. Diese Punkte und viele andere sorgen mittlerweile für massiven Widerstand. Nationale und internationale Politiker und Experten sind sich einig. Mit den geplanten Verschärfungen werden rechtschaffene Bürger entwaffnet. Terroristische Anschläge allerdings werden damit aber nicht verhindert. Die EU glaubt, mit einer Verschärfung des Waffengesetzes die Wunderwaffe gegen den Terrorismus gefunden zu haben. Tatsächlich dürften Maßnahmen wie etwa die Kennzeichnung von Sammlerwaffen oder deaktivierten Waffen keinen Terroranschlag verhindern, dafür aber die Bürokratie fördern und Sammlerwaffen wertlos machen. Unbescholtene Bürger werden zu Tätern erklärt. Zu Unrecht, wie viele Experten betonen. Wir haben in Österreich kein Waffenproblem. Wenn mir jemand nennen kann, einen Zwischenfall, ein Problem, das sich etwa mit halbautomatischen Waffen ereignet haben sollte in Österreich, dann beginne ich nachzudenken. Ja, weil es kann mir niemand das Problem nennen, weil es das Problem nicht gibt. Was wir haben, ist ein Islamistenproblem. Und wenn ich das Problem mit Waffen angehen möchte, dann muss ich all meine politischen Anschauungen und Maßnahmen darauf fokussieren, diese islamistischen Nester und Zellen auszuräuchern. Selbst das Verbot vom Waffenverkauf über das Internet dürfte zulasten unbescholtener Bürger gehen, während sich die Terroristen ins Fäustchen lachen. Die EU-Bürokraten gehen offenbar davon aus, dass sich Terroristen an Waffengesetze halten. Also Leute, die hergehen und hunderte Menschen ermorden mit ihren illegalen Schusswaffen, sollen sich auf einmal durch die EU bekehrt an Waffengesetze halten. Also da fragt man sich, wie dumm sind diese Leute? Das heißt, sie sind gar nicht dumm. Denn das Ziel für uns ist erkannt, dass nicht die Terroristen entwaffnet werden sollen, sondern die Leute, die die Opfer sind. Im Visier der EU stehen auch deaktivierte Waffen. Nach derzeitigen Plänen sollen nationale Register über deaktivierte Feuerwaffen und ihre Besitzer geführt werden, obwohl es bereits entsprechende Kennzeichnungen gibt, abgesehen davon, dass Waffen in einem untauglichen Zustand nicht mehr instand gesetzt werden können. Waffenteile, die aus deaktivierten Waffen reaktiviert werden sollten, haben in etwa den gleichen Aufwand oder mehr Aufwand, als würde man diesen Teil neu fertigen. Gewisse Teile lassen sich nicht mehr reaktivieren, wie zum Beispiel der Lauf. Wenn der Lauf angebohrt ist, aufgefräst ist, wenn ein Stift verschweißt ist, dann war es das. Es gibt bereits breiten Widerstand gegen die EU-Pläne. Dass der Vorschlag der EU-Kommission durchgewinkt wird, scheint mehr als unwahrscheinlich.
Eine ausführliche Dokumentation über die höchst umstrittenen EU-Pläne zur Verschärfung des Waffenrechts ist in der aktuellen Ausgabe von Unzensuriert TV zu sehen. Unter anderem mit einem Interview mit Georg Zerkreisig, dem Generalsekretär der Initiative Liberales Waffenrecht in Österreich. Wir sind damit am Ende dieser Sendung. Das FPÖ-TV-Magazin geht in eine Weihnachtspause. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein frohes Fest und besinnliche Feiertage. Am Silvestertag können Sie den großen FPÖ-TV-Jahresrückblick bei uns sehen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.